Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Jetzt nicht mehr vom Europapark, sondern ich bin ja jetzt mittlerweile schon seit einer Nacht wieder zu Hause nach dem Europaparkbesuch. Ich werde dieses Video, was ich jetzt hier gerade aufnehme, noch in die Playlist vom Europapark reinpacken. Nachdem ich ja jetzt zu Hause angekommen bin, habe ich ja jetzt nach einem Tag später halt mal in meinen E-Mail-Postfach geguckt und habe dann natürlich jetzt auch eine E-Mail bekommen, dass ich halt einfach eine Hotelbewertung mal abgeben soll. Das werde ich jetzt an dieser Stelle tun und werde euch das, was ich jetzt auch euch in den letzten Videos versprochen oder auch jetzt angekündigt habe, ob ihr das halt angucken möchtet, ist halt eure Sache. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr das anschauen würdet. Das, was ich jetzt mit euch jetzt hier gemeinsam mal durchgehen möchte, ist halt diese Hotelbewertung. Da klicke ich jetzt mal eben drauf. Dann wird als allererstes gefragt, in welcher Sprache möchte ich das überhaupt? Ihre Meinung ist uns wichtig. Willkommen und Ihre Meinung ist uns wichtig. Da kann man entweder Deutsch, Französisch, Englisch auswählen. Ich nehme natürlich Deutsch. So, dann kommen jetzt halt unterschiedliche Fragen, die ich jetzt halt beantworten soll. Und das werde ich mit euch jetzt gemeinsam halt machen. In welchen der Europapark-Hotels haben Sie übernachtet? Da sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Obwohl diese beiden unteren hier sind halt zwar keine Hotels. Hier unten, das ist da halt die beiden Sachen, ist halt das Camp Resort. Dass diese sechs sind dann halt die Hotels. Ich habe übernachtet im Hotel El Andalus. Das, was ihr dann auch in den letzten Folgen gesehen habt. Wenn Sie an Ihren Aufenthalt im Hotel El Andalus zurückdenken, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Das schreibe ich jetzt ganz einfach. Das spanische, Ambiente. Gleich auf, sofort auf. Oder ich schreibe das mal ein bisschen besser. Das ist natürlich doof, dass man jetzt auch noch hier selbst in Wörtern noch was oder selber was schreiben muss. Man fühlt sich halt, also ich, meiner Meinung nach, man fühlt sich in diesem Land versetzt, sobald man dieses Hotel betritt. Sobald man aufs Gelände kommt, sobald man auf das Gelände kommt, das schreibe ich jetzt mal eben. So, ich muss mal ganz schnell die Musik mal ganz banal aus dem Radio ausschalten. Entschuldigung, ich muss da mal kurz die Musik ausschalten. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt aus dem Hintergrund. Nicht, dass das nochmal Probleme bei YouTube sorgt. Ich hatte nämlich jetzt gerade noch in der Küche Radio an. Sobald man auf das Gelände kommt, fällt auf, dass überall, egal auf
wo auf dem Gelände, wo man ist, dass überall, egal wo man ist, spanische Musik. Musik zu hören ist, zu hören ist. Wenn man die Man fühlt sich in das Land versetzt, sobald man dieses Hotel betritt. Sobald man auf das Gelände kommt, fällt auf, dass überall, egal wo man ist, spanische Musik zu hören ist. Das ist mir halt direkt sofort aufgefallen. Das ist dann halt das. Ja, ich habe das jetzt einfach. Ist jetzt zwar jetzt nicht hundertprozentig die Frage, die jetzt hier gestellt wurde. Man fühlt sich in das Land versetzt, sobald man dieses Hotel betritt. Sobald man. Ja, ich klicke jetzt mal einfach weiter. Das ist dann halt das, was mir dann sofort in den Sinn kam mit quasi. Das gesamte Thema des Hotels schreibe ich jetzt halt noch. Das gesamte Theming des Hotels vom Baustil und Ambiente. So, das kam mir halt direkt gleich in den Sinn. Ach, das wird natürlich auch groß geschrieben. Ambiente. So, dann klicke ich jetzt mal auf Weiter, damit das nicht zu lange dauert. Wenn Sie kurz an die Rezeption zurückdenken, wie beurteilen Sie hierbei die folgenden Kriterien? Freundlichkeit des Personals, da gebe ich 5 Punkte, war sehr gut. Man hat sich jetzt nicht gefühlt, dass sie irgendwie schlecht gelaunt oder was waren. Das hat immer sehr gut funktioniert. Kompetenz des Personals, da muss ich genau das Gleiche sagen. Die Kompetenz des Personals an der Rezeption war sehr gut. Da gebe ich auch 5 Punkte, sehr gut. Check-in, Check-out insgesamt, ja, fand ich auch sehr gut. Man muss ja auch ein bisschen daran denken, dass es ja zurzeit die Corona-Maßnahmen gibt oder diese Corona-Schutzmaßnahmen gibt, was halt uns schützen soll vor. Halt von dir das Personal und uns auch als Gäste. Deswegen gebe ich jetzt in dem Falle bei Check-in, Check-out auch insgesamt die volle Punktzahl von 5. Voll ins Grüne. Ist Ihnen an der Rezeption etwas besonders positiv oder negativ aufgefallen? Es ist mir sehr positiv aufgefallen, das habe ich euch auch in eines der Videos erzählt, in der Nacht halt noch, in der Nacht zu vorgestern, da wo ich halt in ein Nachtvideo im Hotelzimmer halt aufgenommen habe nochmal, um euch das auch nochmal so selber aus eigenen Worten zu erzählen. Und das schreibe ich jetzt auch nochmal hier auf der Webseite dann nochmal auch nochmal nieder. Das seht ihr jetzt, was ich jetzt schreibe. Meine Güte, ich kann auch nicht mehr schreiben hier. Rezeption, dass das Personal an der Rezeption, dass dem Personal an der Rezeption aufgefallen ist, dass ich sogar noch ein Guthaben angehört
gerechnet bekommen habe, dass dem Personal an der Rezeption aufgefallen ist, dass ich sogar noch ein Guthaben angerechnet bekommen habe, da ich ein Langzeitgast in diesem Hotel war. So, da habe ich nämlich noch eine Vergünstigung halt noch erhalten. Das ist dann der Rezeption auch aufgefallen. Das hat man mir dann auch gleich mitgeteilt. Da brauchte ich quasi, ich hatte mir dann an dem letzten Tag jetzt noch mal ein Hotelfrühstück bestellt. Negativ ist mir nichts aufgefallen, deswegen bleibt dieses Feld auch frei. Das ist mir halt, da brauchte ich dann quasi für das, weil ich ja nochmal eine Karte nochmal für den siebten Tag für den Europapark gekauft habe. Da brauchte ich dann halt nur noch regulär 27 Euro bezahlen. Dann hat sich das aber nochmal vergünstigt, weil ich ja noch als Langzeithotelgast wegen des Langzeitaufenthaltes von mehr als 4 Tagen halt nochmal Vergünstigung bekommen hatte, und das hat man mir quasi nochmal als Guthaben nochmal dann halt berücksichtigt, und dann habe ich halt für die Europaparkkarte quasi dann auch nicht mehr so viel bezahlen müssen, halt nur noch diese 27 Euro, aber die wurden dann aber nicht mehr ganz, ich musste diese 27 Euro nochmal Tageseintritt nochmal nicht ganz bezahlen, sondern nur das, was halt nochmal ausgerichtet war. Und deswegen klicke ich jetzt auf Weiter. Wie bewerten Sie die folgenden Kategorien in Ihrem Zimmer? Die Größe des Hotelzimmers war sehr gut. Für mich alleine auf jeden Fall sehr gut. Ich beziehe das jetzt halt auf ein Einzelzimmer halt. Da war die Größe des Zimmers sehr gut. Ich hatte Platz. Ich bin nirgendwo gestolpert oder sonst irgendwas, dass ich über irgendeinen Tisch klettern musste oder sonst was. Wie es halt bei einer Belegung von 3 Personen aussieht, kann ich jetzt halt nicht beurteilen. Aber für mich alleine war es sehr gut. Die Ausstattung des Zimmers, ja, da gebe ich jetzt leider eine 4. Das ist darauf zu berücksichtigen, weil ja heutzutage, also die Dusche, die ist halt, die Dusche im Badezimmer ist halt noch so eine reguläre, so eine richtige altklassische, jetzt nicht alt, aber im Stand 1995 das Duschbecken. Da ist halt eine sehr große, für ältere Leute ist es auf jeden Fall nichts, die Duschkabine. Die müssen dann halt klettern quasi, weil dort noch so eine klassische Duschtasse noch vorhanden ist. Es ist keine ebenerdige Dusche, sondern so eine Duschtasse, so ein Duschbecken. Deswegen gebe ich jetzt halt auch eine 4. Ich vermisse halt auch bei den anderen Zimmern außer den Themensuiten und den, also Deluxe-Zimmer, Themensuiten und den Suiten. Da vermisse ich halt ein Safe auch in den Standard- und Komfortzimmer. Das sollte eigentlich in jedem Zimmer vorhanden sein bei einem 4-Sterne-Hotel. Deswegen gebe ich bei der Ausstattung des Zimmers deswegen auch eine 4. Qualität der Betten, die war sehr gut. Ich konnte sehr gut schlafen in diesen Betten. Man hat sich dort gut erholt. In den Nächten hat man sich sehr gut in den Betten erholt. Ich konnte sehr gut schlafen. Ich habe mich in den Betten sehr pudelwohl gefühlt. In diesen Boxspringbetten. Auf jeden Fall Daumen hoch dafür für das Ersetzen der Betten. Das jetzt auch in den anderen Zimmern außerhalb der Suiten, halt auch in den Standardzimmern bis
vom Standardzimmer bis Komfortzimmer halt auch dort mal in den letzten Jahren halt Boxspringbetten hineingestellt worden sind. Ich weiß nicht, wie ich das immer sagen soll. Also, dass diese Betten, die da vorher drin war, durch Boxspringbetten ausgetauscht wurden. So. Schallisolierung, da ist leider nach außen hin ist die Schallisolierung sehr gut. Da hört man überhaupt keinen Ton. Aber wenn dann morgens die Putzkolonne kommt, oder die Zimmermädchen kommen und reinigen die Zimmer, man hört es leider, da muss ich auch den anderen Leuten recht geben. Man hört die Bollerwagen, die ganzen Wagen, die sie dort alle mitbringen zum Reinigen der Zimmer, die hört man auf dem Flur leider. Da hört man immer die Räder von den Wagen, immer rum, 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 als ob da ein Dampflok vorbeifährt. Deswegen gebe ich zur Kategorie Schallisolierung halt eine 4, weil die ist nicht ganz optimal. Nach außen hört man nichts, aber wenn jetzt andere Hotelgäste kommen mit ihren Koffern, die hört man auf dem Flur. Die Kinder, die dann halt draußen vor dem Hotelzimmer spielen, das hört man auf jeden Fall. Dass dann die Bollerwagen durch die Gegend geschoben werden, das hört man und in den benachbarten Zimmern, wenn dort die Möbel gerückt werden, das hört man auch leider sehr, sehr gut. Die Sauberkeit der Hotelzimmer war sehr gut, da gebe ich die volle 5. Zustand des Zimmers, da muss ich auch leider eine 4 geben, weil mir ist da aufgefallen, dass an der Wand, wo die Hotelzimmertür drin war, das habe ich euch jetzt auch leider auch, das habe ich euch auch nicht gefilmt. Mir ist das dann halt aber aufgefallen privat. Erstmal Punkt 1. Mehrere Jahre, wo ich dieses Komfortzimmer, also immer wieder dieses gleiche Komfortzimmer, einmal im Jahr gehabt habe, hat die Duschkabinentür geknackt. Seht ihr auch in den verschiedenen Videos von mir, die ich dann halt mal aufgenommen habe, da einmal bei den Details des Hotelzimmers und einmal, wo ich dann einmal das Hotelzimmer zum ersten Mal durch eine Roomtour gefilmt habe, da habe ich euch das ja auch gezeigt, dass die Duschkabinentür geknackt hat, die große Duschkabinentür. Die Duschkabine hat ja zwei Türen, einmal so eine etwas breitere und eine schmalere Tür, die größere Tür hat geknackt. Und im Schlafraum, also in dem Hauptwohnraum, ist halt ein Nachttisch. Sind ja halt so neben dem Bett halt so Nachttische. An der Seite zur Wand hin, wo die Hotelzimmertür ist, ist halt auch ein Nachttisch. Da ist schon das Holz abgeplatzt. Das ist halt leider zu bemängeln. Der Schreibtischstuhl, wenn man sich dort oben die Rückenlehne anguckt, sieht der Stuhl auch sehr abgenutzt aus, aber sonst das Mobiliar oder im Kleiderschrank das Brett, das Einlegebrett, was in dem Kleiderschrank drin ist, das kam schon entgegen quasi, aber das konnte man aber wieder zurückschieben. Das ist halt jetzt nicht so schlimm, aber man konnte das Einlegebrett einfach wieder zurückschieben, da hat das dann da auch noch gehalten. Der Zustand des Schrankes war an sich dann noch sehr gut. Für 4 Personen ist dann halt dieser Kleiderschrank nicht geeignet. Da kann jeder nur ich sag jetzt mal einfach seinen Schlafanzug da reinlegen. Und sonst muss man halt quasi aus dem Koffer leben, wenn man zu mehreren Personen reist. Da müssen entweder zwei oder drei Leute müssen die anderen beiden quasi aus dem Koffer leben. Das ist dann natürlich auch nicht so toll. Aber es geht ja hier um den Zustand des Zimmers. Da gebe ich jetzt halt eine 4. Halt wegen der Knacken der Duschkabinentür. Und halt, dass der Schreibtischstuhl halt abgenutzt. Dass dieser Stuhl halt schon etwas abgenutzter aussah. Aber sonst war halt. Gebe ich halt jetzt 4 von 5 möglichen Punkten. Qualität des WLANs im Zimmer war natürlich sehr schlecht.
Jemand, der einen Laptop hat, der kam mit seinem Laptop überhaupt nicht ins Internet. Ob das so vom Hotel gewollt ist. Ich habe dann überwiegend meinen. Ich gebe jetzt halt eine 3. Wenn man mit einem Mobilgerät ins Internet geht, da war man, das WLAN halt sehr gut. Aber wenn jemand mit seinem Laptop ins Internet wollte, der wurde dann jedes Mal rausgeschmissen mit seinem Laptop. Deswegen gebe ich halt nur eine 3. Das ist leider, da muss ich leider sehr schlecht, eine etwas schlechtere Note für geben. Sollte ein bisschen besser sein. Könnte ein bisschen besser sein, dass man halt gezwungen ist, mit einem Mobilgerät ins Internet zu gehen. Das ist leider sehr, sehr schade. Ich bin halt gerne mit dem Laptop im Internet auch und deswegen würde ich es mir wünschen, wenn auch der WLAN also in den letzten Jahren war das mit dem WLAN mit dem Laptop halt noch gut. Da kam ich noch, da war das der W, da war der W, meine Güte. Da war die WLAN-Verbindung mit einem Laptop besser als jetzt in den diesjährigen Jahren, also in den letzten beiden Jahren. Da wurde man quasi mit seinem Laptop quasi wieder rausgeschmissen aus dem Internet. Da bin ich halt runtergegangen zur Rezeption, habe gefragt, warum ich mit dem Laptop halt rausgekickt werde. Da hat man mir gesagt, ja, weil die halt lieber sehen, weil die das halt lieber, weil das besser gewünscht ist, halt nur mit seinem Tablet oder Handy ins Internet zu gehen. Und das finde ich einfach schade. Jemand, der zum Beispiel Videos schneiden möchte, möchte halt gerne auch mit seinem Laptop arbeiten und das ist halt mit dem Laptop aus dem Internet rausgekickt zu werden, das finde ich halt nicht so toll. Deswegen gebe ich halt deswegen auch eine 3, weil mit dem Mobil, wenn man mit so einem Mobilgerät im Internet ist, da ist es stabil, da bleibt man halt auch stabil im Internet drin, aber ist man mit dem Laptop drin, wird man gleich rausgekickt. Und das finde ich schade. Deswegen gehe ich jetzt weiter. Deswegen gibt es auch dafür für die Qualität des WLANs halt nur eine 3. Gab es einen Mangel oder Defekt in Ihrem Zimmer? Ja, da schreibe ich jetzt halt nochmal das dritte Mal rein. Das, was ich halt schon beim Zustand des Zimmers gesagt, die Duschkabinentür. Die rechte. Geknackt. Das darf normalerweise dann auch nicht sein, dass wenn man die Kabinentür zumacht, dass es knackt. Das habe ich aber auch schon dreimal in den Videos auch schon mal gezeigt. Ich war halt schon, glaube ich, das vierte Mal in diesem Komfortzimmer, in dem gleichen Komfortzimmer. Jedes Mal, wenn ich dort zu Gast war, hat jedes Mal die Tür geknackt. Die Duschkabinentür der rechten Größere, die rechte oder die Duschkabinentür. Die rechte größere hat beim Schließen geknackt. Eins war mein Hotelzimmer und ich war ja am Einreisedatum. Das ist mir. Es war jetzt auch schon an dem Tag auch schon wieder aufgefallen. Ich bin ja direkt an dem ersten Tag auch duschen gegangen, da ist mir das auch aufgefallen. Ich war ja angereist am September 21.
am 11. September wäre ich dann dort. Ja, da schreibe ich jetzt auch ganz einfach, positiv ist aufgefallen. Ja, dass die Minibar, der Inhalt der Minibar. Dass der Inhalt der Minibar, dass der Inhalt der Minibar im Zimmerpreis inkludiert oder mit im Zimmerpreis enthalten ist. Dass der Inhalt der Minibar im Zimmerpreis mit enthalten ist. Das ist mir dann natürlich schon seit mehreren Jahren, wo ich dann halt da war, aufgefallen. So, dass der Inhalt der Minibar im Zimmerpreis mit enthalten ist, natürlich noch dazu schreiben. Da, negativ ist mir jetzt halt nichts aufgefallen, halt mit, das ist das Einzige mit der. An einigen, dass an den, dass am Schreibtisch, dass am Stuhl, am das Schreibtisch, der Stuhl. Dass der Schreibtischstuhl, dass am Schreibtisch der Stuhl an der Rückenlehne dass am Schreibtisch der Stuhl an der Rückenlehne dass am Schreibtisch der Stuhl die an der Rückenlehne ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt auch schreiben soll. Dass am Schreibtisch der Stuhl die an der Rückenlehne die Abnutzung zu sehen ist, die schon Fettschnitt-Taste lässt sich grüßen. Ein Nachttisch. Ein Nachttisch. Auf der linken Seite. Ein Nachttisch auf der linken Seite war die Ecke abgeplatzt, abgeplatzt und an der Wand und an der Wand wo die Zimmertür sich befindet eine Schleifspur. Schleifspur befindet eine Schleifspur
Also auf der linken Seite, dass am Schreibtisch der Stuhl an der Rückenlehne zu sehen ist. Ein Nachttisch auf der linken Seite des Bettes. Des Bettes war die Ecke abgeplatzt, war an einer Ecke abgeplatzt. Ecke abgeplatzt und an der Wand, wo die Zimmertür sich befindet, eine Schleifspur zu sehen war. Eine Kratzspur zu sehen war, schreibe ich mal. Kratzspur zu sehen war. Das ist dann halt das alles, das, was ich dann so jetzt bemängel, was mir gleich sofort negativ aufgefallen ist. Das sollte eigentlich in so einem Hotelzimmer nicht sein, wenn auch nicht, wenn es schon ein paar Jahre alt ist. Man muss ja nicht das Alter dem Hotel ansehen. Man muss ja jetzt nicht unbedingt da noch so optisch noch sehen, also das noch sehen lassen, dass das, man hat ja richtig da das. Man muss ja sagen, dass die Möbelstücke ja richtig aus Holz waren, deswegen konnte ich das jetzt auch so schreiben, weil man hat es jetzt zwar jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen, aber wenn man mal, da ich ja den einen Tag da mal über das Zimmertelefon schon für nächstes Jahr reserviert habe, ist mir das dann halt aufgefallen, dass da an der Wand so eine Kratzspur halt war und halt so ein abgeplatzte, dass der da an dem einen, also wo das Telefon steht, könnte ich eigentlich auch schreiben. Ein Nachttisch auf der linken Seite des Bettes, das kann ich mal ein bisschen besser schreiben, fällt mir gerade ein. Der Nachttisch auf der linken Seite, wo das Telefon steht. Wo das Telefon steht. Stets war an der Ecke abgeplatzt und an der Wand war wo die Zimmertür sich befindet, eine Kratzspur zu sehen war. Komma, genau da. Man konnte oder zu sehen war Punkt. Das Möbelstück nach vorn geholt wurde und nach der Reinigung wieder zurück
gesetzt wurde. Das sollte man dem Hotelgast auch nicht auffällig präsentieren, dass man da halt mal bei einer Grundreinigung auch die Möbelstücke nach vorne zieht und ist klar, dass man da auch dort drunter reinigt, ist klar. Aber dann sollte man es auch nicht so auffällig dem Hotelgast präsentieren, dass er dann auch gleich weiß, ah ja, das passiert natürlich dann dementsprechend, wenn natürlich dort drunter auch mal gereinigt wird. Das ist dann halt das Negative, was mir halt aufgefallen. Man muss ja dem Hotelgast das ja auch nicht präsentieren. An sich das Zimmer, das habe ich ja auch schon gesagt. Dass die Möbel, außer das Bett, ausgenommen das Bett, den spanischen, die spanische Thematik. Widerspiegeln. Die Türen, wie sie in Spanien Thematik widerspiegeln, die Türen, wie sie in Spanien üblich sind. Die Türen, wie sie in Spanien üblich sind. Möbel, die Möbel. Möbel aus richtigem Holz gefertigt sind, die Möbel aus richtigem Holz gefertigt sind. Und das ist auch der Grund, warum ich auch jedes Mal immer wieder dort zu diesem Hotel gehe, weil dort alles richtig Qualität hat, an sich jetzt so. Bis auf ein paar kleine Dinge, die ich jetzt halt hier rechts halt niedergeschrieben habe. Das schreckt mich jetzt halt nicht ab, halt nächstes Jahr halt wieder hinzufahren. Deswegen ist einfach nur, um halt, dass die Leute, dass die Reservierung, ich weiß nicht, wer das jetzt halt da oder der Chef, vielleicht liest er das ja auch mal, der Inhaber des Parks oder das Management, ist egal was, dass die sich das mal durchlesen, dass sie dann denken, okay, ja, das darf dem Hotelgast auch nie wirklich nicht präsentiert werden. Dass zum Beispiel bei einer Grundreinigung, die Möbelstücke dann komplett nach vorne gerückt werden und dann hinterlassen die, schieben sie die Stück Möbelstücke so nah an der Wand vorbei, dass das abplatzt und dass es dann auch an der Wand dann auch zu erkennen ist. Es darf eigentlich dann auch nicht sowas nicht zu sehen sein. Der Hotelgast soll sich ja in dem Zimmer wohlfühlen. Ich habe mich trotz allem da wohlgefühlt, aber das darf einfach auch nicht sein, deswegen habe ich deswegen auch das in den Bereich negativ auch reingeschrieben. Deswegen klicke ich jetzt auf weiter, dass wir vorwärts kommen. Wie bewerten Sie das Frühstück basierend auf folgenden Faktoren? Präsentation der Speisen, sehr gut. Auswahl der Speisen war wieder bombastisch, kann ich nichts beklagen. Die wurde dieses Jahr wieder besser, da war wieder das volle Buffet. Angebot wieder zu sehen, außer bei Kaffee. Da musste man sich halt auch vom Buffet eine Tasse Kaffee nehmen. Fand ich jetzt auch nicht so toll. In den letzten Jahren war es halt sehr gut gewesen, dass man sogar jeder Tisch so ein Kännchen, so eine Kanne Kaffee, so eine Thermokanne
mit Kaffee, jeder am Tisch bekommen hat, jeder seine eigene Kaffeekanne hatte am Tisch. Auch das Zimmerfrühstück an sich, das bewerte ich jetzt quasi mit, wird halt mit in die, mit, also an sich vom Hotel, von dem Hotel, also ja, wie sage ich das jetzt mal wieder? Die Presse, also das, die Auswahl der Speisen im Restaurant waren halt sehr gut, in dem Frühstücksrestaurant. Präsentation der Speisen war natürlich sehr gut. Man konnte sehen und lesen, was halt dort zu finden war. Ich fand diese Qualität sehr gut, Qualität der Speisen, die war. Ja, je nachdem, wenn man später angekommen ist, war das natürlich nicht mehr so gut. Da waren die, obwohl die Brötchen, die man dort essen konnte, die waren, ja, was gebe ich da? Auf jeden Fall auch nicht voll die volle Punktzahl, sondern nur 4. Ist immer noch besser als die 3. Servicequalität. Ja, die Servicequalität war sehr gut, weil ich auch Zimmerfrühstück bestellte. Das kam immer pünktlich dann auf mein Zimmer. Manchmal auch sogar oberpünktlich, sogar eine Viertelstunde früher, als ich das bestellt hatte. Also gebe ich dafür die Servicequalität eine sehr gut. Frühstück insgesamt, ja. Man muss ja auch ein bisschen berücksichtigen auf die Corona-Situation, deswegen gebe ich da auch sehr gut. Die machen das Beste auf jeden Fall daraus, deswegen gebe ich deswegen insgesamt einfach volle Punktzahl. Ist Ihnen beim Frühstück etwas besonders positiv oder negativ aufgefallen? Ja, ich schreibe da, ich gebe das jetzt halt als Kaffee. In den Im Jahr 2019, im Jahr 2019 war ich ja auch da. Kann man an jedem Tisch eine Kanne Kaffee. Im Jahr 2019 war an jedem Tisch. Jedem Tisch. Ach, das habe ich ja schon da stehen, an jedem Tisch. Eine Kanne Kaffee. Kaffee. Verfügbar. Verfügbar. So. Das will ich dann halt damit sagen. Aber es liegt dann aber auch Corona-bedingt daran. Aber ich finde es halt diesbezüglich Kaffee, eine Kanne Kaffee, finde ich jetzt eher schlecht geregelt. Jeder Besucher, der jetzt da halt, jeder, der zu diesem Kaffeebuffet geht, der muss sich dann halt da unten eine Tasse rausnehmen, eine Tasse. Dann packt jeder Mensch die Kanne an, auch wenn derjenige jetzt auch Handschuhe anhat. Diese Folienhandschuhe. Ich finde das irgendwie doch hygienischer, wenn einmal jemand, der eine Servicekraft, der hat eine Handschuh an, fasst dann die Kanne Kaffee an und bringt dann zu jedem Tisch eine Kanne Kaffee dorthin. Und dann kann der Hotelgast halt mit seiner blanken Hand die Kanne anfassen und sich halt
sich am Tisch dann Kaffee einschütten. Das finde ich jetzt halt ein bisschen schlecht geregelt hat, diesbezüglich Kaffee, wo jeder jetzt halt zu dem Tresen hingehen muss. Man hat zwar auch eine Maske um, hat halt Handschuhe an. Man muss halt Handschuhe tragen. Diese Einweghandschuhe, die aber auch sehr bequem sind. Man kann sich die ganz schnell überstülpen, dann kann man sich dann halt am Buffet bedienen. Das ist dann sehr gut aufgefallen. Deswegen schreibe ich das auch in die Links herein, die Hygieneschutzmaßnahmen. Das ist ja natürlich leider auch ein Thema Nummer eins. Wie ist die Hygiene? Ja, was halt negativ halt ist, dass nach meiner Meinung nach ist das halt nicht so. Deswegen fände ich es sogar besser, wenn die Serviceleute halt jeden Tisch eine Kanne Kaffee dorthin stellt. Die haben ja immer grundsätzlich ganze Zeit, bis sie halt den Arbeitsplatz verlassen haben, eine Maske auf, haben auch Handschuhe an. Fände ich sogar besser, wenn die einem halt jeweils mal jedem Tisch halt eine Kanne Kaffee auf den Tisch hinstellt, haben halt Handschuhe an. Und natürlich haben die ja während der gesamten Arbeitszeit eine Maske auf. Die tun mir auch richtig leid. Die den ganzen Tag mit einer Maske rumlaufen müssen. Wir müssen Masken nur tragen, wenn man eine Warteschlange ist. In geschlossenen Räumen mussten wir halt Maske tragen, aber die müssen den ganzen Tag eine Maske tragen. Das ist natürlich schlimm für die. Im Sommer finde ich es halt, kann ich mir vorstellen, dass es richtig unangenehm ist. Dann klicke ich jetzt mal jetzt hier auf Weiter. Welche der folgenden Angebote haben Sie genutzt? Ja, ich habe sie zwar WLAN für mein Handy genutzt. Ich habe, was habe ich benutzt? Abendessen habe ich nicht genutzt. Ich habe nur das Einzige, was ich genutzt habe, war die WLAN. Also weiterklicken. Wenn Sie nochmal an das Hotel El Andalus im Allgemeinen denken, wie beurteilen Sie die folgenden Kriterien? Sauberkeit allgemein, finde ich gut, sehr gut. Allgemeiner Zustand vom Hotel, also vom ganzen Hotel, sage ich jetzt natürlich sehr gut. Die Kinderfreundlichkeit ist natürlich auch sehr gut, weil einige Zimmer haben auch Etagenbetten für Kinder drin, deswegen, ich kenne das ja, das auch andere Zimmer von dem Hotel, deswegen, ich war auch in einem Vierbettzimmer schon mal untergebracht als einzelne Person. Konnte ich das natürlich auch sehen. Parkplatzmöglichkeiten hatte ich dieses Jahr nicht beansprucht, aber in den letzten Jahren. Ich habe immer einen Parkplatz gefunden, deswegen kann ich auch sehr gut sagen. Man findet immer einen Parkplatz. Das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, da gebe ich jetzt auch mal die volle Lotte Punkte. Qualität des WLANs in öffentlichen Bereichen habe ich nicht genutzt, deswegen kann ich nicht beurteilen. Corona-Maßnahmen, Umsetzung der Kommunikation, sehr gut. Man wusste auch, man wurde immer gut unterrichtet dafür, man hat gut ausreichend Infomaterial das diesbezüglich erhalten, dass man die sich dann auch sofort einprägen konnte, die ganzen Corona-Schutzregelungen. Deswegen auch sehr gut. Ich habe ja gerade diesbezüglich das Buffet, wo das halt um das Frühstück geht, die Corona-Schutzmaßnahmen wurden sehr strikt auch gut eingehalten. Wie hat Ihnen der Aufenthalt in unserem Hotel in El Andalus insgesamt gefallen? Sehr gut. Deswegen ist das auch die
Auf einer Skala von 0 bis 10, wie Wahrscheinlichkeit ist es, dass Sie uns weiterempfehlen? Ich würde das natürlich sehr weiterempfehlen, sehr wahrscheinlich. Das Hotel El Andalus ist halt mein absolutes Lieblingshotel, würde ich auch jedem weiterempfehlen. Ist Ihnen im Hotel El Andalus etwas Besonderes positiv oder negativ aufgefallen? Nein, natürlich nicht. Es kam auch nichts mehr Neues dazu. Es geht ja jetzt um den Hotelaufenthalt. Wie haben Sie sich die Corona-Maßnahmen vor Ort im Hotel El Andalus auf Ihrem ausgewirkt? Ja, trotz der Corona-Schutzmaßnahmen hat man natürlich einige Sachen gefielen einem halt nicht, so gefallen mir jetzt halt nichts. Es geht jetzt auch da um die Corona-Schutzmaßnahmen. Die haben mich auf jeden Fall sehr gut positiv beeinflusst. Deswegen, es geht halt darum, wie bewertet man halt die Corona-Schutzmaßnahme. Ja, ich habe da auch nichts. Keine Verbesserungsvorschläge zu schreiben. Deswegen klicke ich jetzt einfach mal auf Weiter. Ich habe euch das jetzt einfach mal im Video die Meinung mal gedacht. Mit wem sind Sie verreist? Alleine, leider. Ich habe leider keinen, mit dem ich zusammen dahin fahren kann. Männlich natürlich bin ich. Wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Ich wohne natürlich in Deutschland und klicke dann auf Weiter. Klicke auf Weiter. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sie haben Lust auf einen weiteren Aufenthalt in einem unserer Hotels. Mit einem Klick auf das Bild geht es zum Gewinnspiel. Kann man ja mal machen, ich gewinne sowieso nie was. Ja, das ist dann halt das, was ich euch auch schon in den letzten Videos erzählt habe. Es ist dann halt zurzeit die 3G-Regelung, tritt halt zurzeit in Kraft. Zwei Tage pro Europapark-Eintritt. Das ist natürlich auch doof, dass man nur eine Übernachtung für vier Personen erhält. Das ist natürlich doof. Finde ich jetzt nicht so toll, diesen Preis. Einfach schon, dann die Cookies ist immer nervig. Ich bin natürlich ein Herr. Drücke manchmal Tasten, die ich gar nicht drücken möchte. Ich gewinne wahrscheinlich sowieso nie was, deswegen ist egal. Kann man aber trotzdem mal dran teilnehmen an die Verlosung. Die E-Mail-Adresse kann ja jeder von mir wissen. Ja, ich kriege ja schon durch die Teilnahme an der Hotel Friends System kriege ich ja immer ständig E-Mails. Ist aber keine Pflichtangabe, kein Pflichtkreuz. Ist der 2.1.22 um 0 Uhr. Unter allen gültigen Einsendungen wird ein Gewinner ausgelost, ein Umtausch gegen Bargeld und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich damit einverstanden. Ja, sollten die natürlich ja machen können, ist klar. Die müssen ja mich irgendwie kontaktieren.
und schicke das mal einfach mal weg. Da bin ich mal gespannt. Aber ich bin halt nicht Ihre Daten und Erfolge übertragen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Werde ich wahrscheinlich nicht haben. Aber ist egal, man kann ja mal dran teilnehmen. So, und damit habe ich euch mal mitgenommen auf die Umfrage des Hotelaufenthaltes. Ich hoffe, euch war das Video mal interessant gewesen. Würde mich freuen, wenn ihr das bewerten würdet mit einem Daumen hoch. Hat euch das nicht gefallen, Daumen runter. Lasst ein Abo auf meinem Kanal da, wenn ihr weitere Videos von mir anschauen möchtet. Vom Europapark, von Let's Plays. Dann abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video erscheint, an die Abonnenten, dann aktiviert auch einfach mal die Alarmglocke, dann seht ihr immer dann, wann das nächste Video erscheint. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. In den nächsten Jahren habe ich ja dann vor, mir auch eine für das nächste Jahr, nächstjährige Aufenthalt im Europapark bzw. in dem Hotel Resort, mir eine Actioncam zuzulegen. Ich kaufe mir natürlich nicht das neueste Modell. Hauptsache, ich kann damit HD-fähige Videos damit aufnehmen. Werde ich mir eine Actioncam kaufen und werde nächstes Jahr dann einige Videos nochmal neu aufnehmen. In einer etwas besseren Qualität mit einer Actioncam. So, dann sage ich, schließe ich jetzt die diesjährige Serie mit diesjährige Europapark-Thematik im Jahr 2021 ab. Im Anschluss nach diesem Video werden noch einige Videos, die ich noch nicht veröffentlicht habe, noch folgen. Dazu werde ich dann an meinem Laptop dann einige Videos hochladen, die ich im Jahr 2014 aufgenommen habe. Da gibt es dann auch eine Roomtour eines Einzelzimmers des Hotel El Andalus. Und da ist auch eine Begehung des Deluxe-Zimmers im Burghotel Castillo Alcazar sogar dabei. Diese werden halt noch der Playlist vom Europapark noch hinzugefügt. Und einige On-Rides, die ich dann damals noch aufgenommen hatte, die dieses Jahr nicht mehr möglich waren, die werden für euch dann noch als Abschluss noch zu dem Thema Europapark in diesem Jahr noch folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich mache jetzt Stopp, Aufnahmestopp und bedanke mich fürs Zuschauen und für das Anklicken der Videos vom Europapark. Ich sage an dieser Stelle ciao, bis zum nächsten Mal und haut rein.